Für die Wissenschaft ist alles erlaubt. Jedenfalls muss manches erlaubt sein, damit wir neue Informationen sammeln können. Ich hatte schon als Schüler den großen Wunsch gehabt, irgendwann einmal ein Wissenschaftler zu sein. Das Entdecken neuer Dinge, das Durchführen verschiedenster Experimente, all das war unfassbar aufregend und bemerkenswert. Am meisten interessierte mich dabei der menschliche Verstand. Sicher gab es so einige Gebiete, die unfassbar interessant gewesen sind, doch der menschliche Verstand war immer besonders. Denn wir denken, dass wir Ahnung haben, was in uns vorgeht. Wir haben das Gefühl, wir haben die komplette Kontrolle über uns selbst. Und dabei bemerken wir gar nicht, dass das, was in unserem Innersten lauert, vielleicht ganz anders ist als das, was wir verkörpern wollen. Wir alle würden eigentlich niemals stehlen. Doch wenn wir 50 Euro auf der Straße liegen sehen, würden nur die wenigsten zur Polizei gehen und es dort abgeben. Wir denken, dass wir stets zu unseren ganzen Freunden nett sind und reden doch das ein oder andere Mal hinter ihrem Rücken böse über sie. Ich fand schon immer, dass in jedem Menschen eine Art Bestie steckte. Jeder hatte diese böse Seite und mit genug Macht würde diese Seite auch zum Ausdruck kommen. Und eben dies wollte ich, als ich später Teil eines Forschungsteams wurde. Ich wollte das beweisen. Ich wollte der Welt zeigen, dass jeder Mensch von Grund auf böse ist, doch es nur in sich versteckt. Aber es war nicht so einfach. Früher konntest du leicht tun, was du wolltest. Als man die Experimente noch nicht so genau untersuchte, wurden Menschen verstümmelt, man nähte sie zusammen, man spritzte ihnen sonst welche Substanzen, löste bei ihnen Krebs vorsorglich aus, schnitt ihnen Körperteile ab, ließ sie erblinden oder gab ihnen Drogen, die Halluzinationen auslösten. Alles war zum Zwecke der Wissenschaft erlaubt gewesen. Ich sage nicht, dass diese Zeiten gut waren, sie waren unmenschlich und grausam. Es war nun mal simple Folter, doch die Wissenschaft lernte in der Zeit so viel über den Menschen und seinen Geist. Wir fanden heraus, wie Menschen sich unter Schlafentzug oder Stromschlägen verhalten. So etwas war grausam natürlich, aber interessant. Und dann wurden, noch lange vor meiner Zeit, eben solche Experimente verboten und die Wissenschaft über den Menschen schritt langsamer voran. Doch ich wollte mich nicht aufhalten lassen. Ich wollte herausfinden, ob man beweisen kann, wie schrecklich Menschen wirklich sind. Und ich führte kleine Experimente durch. Wir legten Geld auf den Kannstein und sahen zu, wer den Schein stahl, ließen Portemonnaies aus Hosentaschen fallen und sahen zu, wer es zurückgab, oder ließen Autotüren einen Spalt offen und guckten, ob irgendjemand reinsah. Natürlich erhielten wir einige Ergebnisse, doch alles war langweilig. Es war nichtssagend. Nur weil jemand 20 Euro mitnimmt, ist er kein schlechter Mensch. Nur weil er das Portemonnaie liegen lässt, ist er kein Monster. Diese Tests sagten nicht das aus, was ich wollte. Alle Ergebnisse, auch wenn es Ergebnisse waren, waren nichts wert in meinen Augen. Ich wollte den einen Test, der alles beweist. Und dann, als ich eines Nachts nach langem, erfolglosen Überlegen mich auf mein Sofa zu meiner Frau saß und den Fernseher einschaltete, sah ich einen Film, der mich auf eine Idee brachte. The Purge. Eine Nacht, in der alles erlaubt ist und wo Menschen plötzlich Morde begehen, einbrechen und so weiter. Dies war exakt das, was ich sehen wollte. Der Film war überspitzt und es würde so nicht in der Realität passieren, doch es brachte mich auf das Experiment, welches ich am nächsten Tag meinen Kollegen vorstellte. Das Nuller-Experiment, wie ich es nannte. Es stand dafür, dass in diesem Experiment keine Regeln gelten. Der Sinn war wie folgt: Wir suchen uns zwei freiwillige Menschen, ein Mann und eine Frau, die sich in einem Bereich hinstellen und alle, die an denen vorbeigehen, dürfen mit ihnen machen, was sie wollen. Sie dürfen sie anschreien, schlagen, beschmieren, was weiß ich. In dem Moment, wo alles erlaubt ist und es keine Konsequenzen gibt, können wir sehen, was wirklich passieren wird. Es wäre der perfekte Moment, um zu sehen, ob die Menschen nett zu den beiden wären oder wirklich nur Böses im Sinn hätten. Meine Kollegen waren nicht so begeistert von meiner Idee. Zu viele Probleme sollte es angeblich damit geben, doch eben diese Idee war in meinen Augen perfekt. Sie war das, was ich gesucht hatte. Und sie wurde später auch genehmigt. Unter meiner Führung und Aufsicht durfte ich in einer Straße der Stadt, in der ich lebte, mit einem großen Gehweg dieses Experiment durchführen. Sofort ließ mein Forschungsteam Freiwillige suchen und schnell fanden wir zwei. Es waren Studenten. Sie war 23 und machte gerade ihren Master und hieß Aileen, und er war 21, hieß Markus und fing gerade erst sein Studium an. Sie waren meine Testsubjekte. Ich erklärte ihnen den Ablauf und am Tag des Geschehens stellten wir alles auf. Es wurden Schilder platziert, die die Regeln erklären, alles mit rechtlichen Nachweisen und so, dass jeder verstand, dass alles erlaubt war.
und an den Gehweg stellten sich Eileen und Markus. Sie sollten ruhig dastehen und einfach nichts machen. Wie leblos sollten sie aussehen. Stunden bevor es losging, sah ich mir alles an, überlegte, ob alles klappen würde, doch mir fiel etwas auf. Mein Plan und mein Experiment würde schiefgehen, wenn meine Testsubjekte abbrechen, Zeichen von Scham, Angst oder Trauer zeigen. All diese Dinge würden die Passanten beeinflussen, ablenken und dazu sorgen, dass sie ihre persönliche Art nicht rauslassen. Also holte ich 2 Flaschen Wasser und mischte Morphinsulfat, eine Art Betäubungsmittel in geringen Mengen in die Getränke und brachte sie meinen beiden Testsubjekten. Nachdem sie davon tranken, waren sie benommen. Als wären sie körperlich dort, aber geistig abwesend, standen sie bereit. Es waren keine Gefühle an ihnen zu sehen, sie hörten nicht auf Geräusche. Sie wussten vermutlich nicht einmal mehr, dass sie gerade da waren und was um sie herum passierte. So sollte mein Experiment losgehen. Es fing alles sehr verhalten an, als die ersten Passanten kamen. Sie kamen und sahen verstört aus. Sie fragten, ob alles in Ordnung sei, doch bekamen von meinen Testsubjekten keine Antwort. Nach einiger Zeit trauten sich die ersten dann, Berührung zu machen. Sie fassten die Testsubjekte an den Schultern an, sahen ihnen die Augen, berührten die Hände, verschoben sie ein paar Zentimeter. Immer wieder blickten sie auf das Schild, um nachzulesen, was hier wirklich los ist. Und dann, als immer mehr Menschen kamen, änderte sich die Stimmung grundlegend. Es war, als wäre ein Schalter umgelegt worden, denn nun gingen sie immer weiter. Zuerst zogen sie den Testsubjekten die Jacken aus, dann die Oberteile. Manche waren noch verwundert, wieso die Subjekte sich nicht wehrten, aber die Masse, die sich mittlerweile gebildet hatte, hörte nicht mehr auf. Die ersten gingen hin und beleidigten die Testsubjekte, durchsuchten sie nach Geld, schlugen sie und so weiter. Die folgenden Minuten waren von Grausamkeit nicht zu übertreffen. Es wurde an den Haaren gerissen, sie wurden angespuckt, getreten, geschlagen und so weiter. Die Masse im Hintergrund jubelte immer wieder, wenn etwas Schreckliches passierte. Wie regungslos stand ich daneben und sah zu, wie eine Meute aus Menschen, sowohl jung als auch alt, Mann sowie Frau, 2 junge Menschen unmenschlich behandelten und dabei glücklich schien. Es war, als würde die Meute an Menschen vergessen, dass vor ihnen 2 andere Lebewesen stehen. Wie wild gewordene Tiere stürzten sich die Menschen auf die beiden. Dies war der Moment, wo ich nicht mehr zusehen konnte. Ich griff ein und wollte alles beenden. Es dauerte einige Zeit, ich schrie immer wieder, dass sie aufhören sollten. Ich tat in dem Moment das, was ich geschworen hatte, nicht zu tun. Eigentlich wollte ich bis zum Schluss zusehen, wollte wissen, was passieren würde, doch ich hielt es nicht mehr aus. In dem Moment, wo ich ganz laut schrie, dass alle aufhören sollten, waren die Menschen wie aus ihrer Trance erwacht und gingen weg. So als wäre nichts zuvor passiert. Die Menschen, die eben noch lächelnd, lachtend und schreiend die beiden armen Menschen verprügelt haben, sahen so aus, als wüssten sie nicht, was vorher passiert war, als wüssten sie nicht mehr, was sie getan hatten, als wäre auf einmal diese bösartige Art wieder in ihnen verschwunden. Ich brachte die beiden Testsubjekte zurück zu mir nach Hause, wo sie nach einiger Zeit aus ihrer Trance aufwachten und sich an nichts mehr erinnern konnten. Sie spürten Schmerzen, natürlich, aber sie sagten, es wäre nicht so schlimm gewesen. Ich gab ihnen ihr Geld, doch erzählte ihnen nicht, was geschah. In jedem Menschen steckt etwas Böses, und es kommt zum Vorschein, wenn man die Macht hat, es rauszulassen. Auch in dir steckt es. Jeder Mensch ist böse.